Ja, grüß Gott, liebe Pfaffenhofnerinnen, liebe Pfaffenhofner. Wenn Sie sich in der letzten Zeit mit der Frage beschäftigt haben, eine neue Wohnung zu suchen oder vielleicht sogar Eigentum zu erwerben, dann werden Sie feststellen, dass auf dem Markt hier ein extremer Druck lastet. Auf eine Wohnung kommen 60, 70 Bewerber, wenn sie vermietet werden soll. Eigentumswohnungen werden vom Papier wegverkauft, bevor der erste Spaten in die Hand genommen wurde. Und beim Kauf von Bestandsimmobilien überbieten sich die Interessenten in der Regel im Bieterverfahren. Das ist keine Pfaffenhofener Besonderheit, es ist ein Druck, den wir im kompletten Großraum München spüren. Pfaffenhofen natürlich mit einer sehr umfassenden Infrastruktur, vielleicht stärker wie in ländlich geprägteren Regionen, aber letztendlich sind wir gefordert, hier Antworten zu formulieren. Als Stadtrat Pfaffenhofen haben wir das Einheimischmodell geändert, 50% der Flächen künftig für Einheimische bei 50% Rabatt. Wir haben in der letzten Woche erstmalig Eigentumswohnungen für Einheimische zu vergünstigten Preisen vergeben, 2.990 Euro im Vergleich zu 5.000 Euro am freien Markt. Wir sind dabei, dass wir mit dem sozialen Wohnungsbau größere Schritte unternehmen. Wir haben jetzt gerade 9 Wohnungen frisch bezogen in der Ziegelstraße. Hinter uns hier an der Kellerstraße bauen wir gerade 36 neue Sozialwohnungen. Und wir sind dabei, Antworten zu finden in dem Bereich zwischen Eigentumswohnung, Wohneigentum und der Sozialwohnung. Das heißt, der Markt für normale Mieter, die eben keine Sozialwohnungsberechtigung haben, aber auch hier als Pfaffenhofener momentan schwer Wohnraum in der Stadt bekommen. Ja, jetzt befinden wir uns hier im sogenannten Beamtenviertel zwischen Kohnle und Hörlstraße. Hinter mir Wohnblöcke, die über 60 Jahre alt sind. Eine Zeit, in der ebenfalls großer Druck auf der Stadt gelastet hat. Die Wohnungen hier gehören heute der Oberbayerischen Heimstätte. Die Oberbayerische Heimstätte ist eine gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft, die den oberbayerischen Landkreisen und dem Bezirk Oberbayern gehört. Wir haben vor einem Jahr als Stadt Kontakt gesucht, haben angeregt, hier das Quartier doch zu überplanen. Die Oberbayerische Heimstätte ist ja in ganz Oberbayern tätig, hat ja nur beschränkte Kapazitäten, aber letztendlich konnten wir die Gesellschaft überzeugen, hier im Areal dann künftig auch zu investieren. Deswegen haben wir einen Wettbewerb gemeinsam ausgelobt. Hier haben sich 7 Büros beteiligt. Die Aufgabe war, unter Wahrung der Gebietsstruktur hier zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Letztendlich werden wir hier wohl 9 neue Häuser errichten, in Summe 115 Wohneinheiten. Davon 18 durch die Stadt zu belegen, das heißt für Menschen mit Wohngeldberechtigungsschein und der Rest der Wohnungen frei finanziert, aber nicht gewinnmaximiert vermietet. Das heißt ein Wohnungssegment, auf dem sich der normale Pfaffenhofener Mietwohnungssuchende bewegt. Hier werden wir zwar wirtschaftlich tragfähige Mieten letztendlich haben, aber die werden deutlich günstiger sein als eine normale Neuvermietung heute am freien Markt in Pfaffenhofen stattfindet. Von daher sind wir jetzt gerade dabei, dass wir im Bebauungsplanverfahren das Baurecht fixieren und dann können wir hoffentlich Ende nächsten Jahres hier auch schon die ersten Baumaßnahmen sehen. Das Ganze soll in Abschnitten erfolgen, das heißt Bestandsmieter können hier im Areal bleiben, können dann von einer in die andere Wohnung ziehen. Und dann hoffe ich, dass wir ja in gut 3 Jahren hier das Quartier komplett neu bebaut haben mit erschwinglichen Wohnungen, mit ein paar Sozialwohnungen, mit der ansprechenden Frei- und Grünanlagengestaltung. Und dann kann das ein kleiner Mosaikstein in unserem Potpourri der Antworten auf den Wohnungsdruck sein. Einheimischmodell mit Grundstücken, Eigentumswohnungen, der Bereich sozialer Wohnungsbau, auch die Obdachlosenkapazitäten, die wir erweitert haben. Und eben hier ein Segment, das sich am freien Markt bewegt für jemanden, der keinen Anspruch auf Sozialleistungen hat. Letztendlich alles nur der Versuch, die Situation ein Stück weit zu entschärfen. Letztendlich brauchen wir hier auch bundespolitische Antworten, Ansatzmöglichkeiten für die Kommunen und vor allem Geld im sozialen wie im frei finanzierten Wohnungsbau, beispielsweise der steuerliche Abschreibungen. Aber das sind Aufgaben, die die große Politik lösen muss. Wir in Pfaffenhofen versuchen, das zu tun, was in unseren Händen liegt. Und hier, wie gesagt, wollen wir die nächsten Jahre dann auch wirklich neuen Wohnraum sehen. Also verfolgen Sie, was sich in der Stadt tut, passen Sie auf sich auf. Auf Wiedersehen und Servus.